Grasshopper Manufacturer. Unreal Technology. Gameware. Oh yeah. Woohoo! Begrüße euch, meine Freunde des Internets. So, willkommen zu meinem zweiten Let's Play. Das jetzt, wie ihr sehen könnt, Lollipop Chainsaw ist. Und ja, also ich werde jetzt versuchen. Ich habe jetzt eine neue Technik quasi, um die Konsolen aufzunehmen. Ich werde mich jetzt irgendwie auf die Konsolen spezialisieren, weil ich doch mehr der Consolero bin. Nur ist halt viel aufwendiger als wie zum Beispiel am Computer, weil am Computer drückst du vorher Aufnahme und dann nimmt da alles auf. Der Konsole selber ist das ein bisschen schwieriger. Oh, kommt jetzt der Trailer? Oh, Trailer! Achtung! Welcome to my bedroom. Don't think that me letting you in here is an invitation for any funny stuff. I mean, not that I have a problem with funny stuff. Especially not if you really like the person. But that isn't what I wanted to talk about. Today is, as they say in Spain, my cumpleaños. That's right, my birthday. I'm 18 today. These are my girls on the San Romero cheer squad. We've gone to the Nationals 3 years in a row. But we haven't won yet. Ugh. To keep my energy up, I eat lollipops. I know what you're thinking. I'm getting so fat! But they're so yum! This is my family. My older sister Cordelia won a gold medal in riflery last year. And she has a lot of secret meetings with guys I think are college scouts. My little sister Rosalind just got her license, which makes me kind of think the DMV are idiots. My girlfriends say my dad is a total dilf. But try as they might, they could never come between him and my mom. She is so cool. It's because of her, my sisters and I all wear our vaginas proudly. God, she and my dad love each other so much. Speaking of true love, this is my boyfriend, Nick. It F's me up how much I really like him. My family's throwing me a birthday party after school. Nick is totally freaked out having to meet my family for the first time. But I'm even more freaked out for him to find out about my family. Because even though they're the most amazing ever, some of our traditions are a little unusual. Nick's already so sweet to never complain about my ginormous fat butt. If he finds out I'm the number one world's biggest weirdo, he might not stick around. I'd be so sad. I think I'd seriously cry forever. Oh no! I'm totally late! I was supposed to meet him before school! I'm so lame! Ugh! I hope Nick isn't mad. That's about the worst thing that could ever happen! So, das war jetzt der Trailer. Okay, ja. Fängt schon mal gut an. Ein bisschen Sexappeal auch in dem Spiel, ja. Also, okay, also ich habe nichts dagegen. Das einzige Coole ist, ich brauche keine Stoppuhr mehr, weil das jetzt am Computer angezeigt wird. Haha. Na gut, fangen wir mal an, ja. Drücken Start. Wähle natürlich unsere Festplatte aus. Wuhu. Du musst dich vielleicht sagen, Zugriff auf die besten Linien möchte ich haben. Nö, da ich kein Internet da habe. Spiel ich dann? Ja, möchte. Das ist immer dieser Internetzwang. Okay, das ist das Speichern. Also ich weiß von dem Spiel überhaupt nichts. Also ich meine, der Trailer hat jetzt die Geschichte erzählt. Also das wird ja hoffentlich sein. Was ihr jetzt auch noch vielleicht wissen wollt, oder geht's gleich los? Das haben wir gerade gesehen. Ja, wissen wir. Kennen wir. So. Jetzt Zimmer, Schwierigkeit. Schwer. Nehmen wir normal, würde ich sagen, das reicht. Jetzt scheint einfach nur die Dings zu sein, die Trophys, das sind nur die Optionen. Ja, also prinzipiell noch dazu gesagt, dass ich nehme jetzt den Ton separat auf. Das heißt, ich nehme das Spiel mit dem Ton auf und mich selber nochmal separat. Da ist ein bisschen umständlicher, aber naja. Egal, fangen wir an. Schauen wir mal, was so abgeht hier in Juliet. Wow, das ist das Spiel! Wow!
Ich meine, das Spiel hat nicht, glaube ich, nicht wirklich viel eine Geschichte. Es geht einfach nur darum, Zombies. Und natürlich ist sie Karate-Meisterin oder Schrägstrich, was weiß ich. Don't know. Okay. Soll ich das steuern? Hallo? Okay. Warum hat sie eine Kettensäge da drin? Zombie-Jährigen, schön sein, okay? Sie nimmt zum Training also eine Kettensäge mit. Die hat Vertrauen in die Leute. Okay, ich glaube, jetzt geht's los. Irgendwie, irgendwann, irgendwo. Übertrifft Dead. Okay. Das ist schlagen. Okay. Was ist das? Wow! Ich kann mit Pompons zuschlagen. Lustig. Ich nehme mal an, wenn ich starke, das macht A, also B, B spiele. Okay, okay, let's do this. Oh. Ah, okay. X. Pong Pong! Sind da gerade Leute gestorben? Drücke X für Pompomhiebe, drücke Y für Kettenangriff. Bringen die Pompomsangriffe mehr, oder? Ich glaube, die sind einfach nur schneller, die Pompomsangriffe. Nein! Ja. Yeah. Oh. Ah! Pompoms! Wow, wie hab ich das jetzt gemacht? Wow! Was hab ich jetzt gemacht? Sparkling! Jesus Christ! Aber die ist nur töten mit. Wow. Kann man sie nur mit Y töten oder was? Bleib da, lass sie töten. Okay. Hey. Okay, anscheinend kann man sie nur mit Dings töten. Oh, 9 Minuten haben wir schon. Okay. No! What the fuck? Da sterben die reihenweise weg. Hey Juliette, du solltest deine Freunde retten. Okay. Fuck drauf. Ich bin nur ein hübsches Mädchen. SOS, SOS, oh Gott. Well, das ist gerade Ziggy. Zombie töten, zeig dir an, wie viele Zombies du noch platt machen musst, okay. Ja, da kann man wirklich nur töten mit Y. Ey. The power of love. Da. Dankeschön. Oh. Miau, miau. So, kann ich dir jetzt helfen? Bist du tot? Lebst du? Oh, okay, wenn ich den rette, kriege ich viel Geld. Nice. Danke, Kleine. Großartige Arbeit. Okay.
Okay, see ya! Irgendwie sind ja doch noch die Polizei da. Wow! Ja. Lollipop! Ich will diesen Lollipop. Lollipop. Hast du den Lolli gefunden? Mit dem, okay. Miaum! Spielt trotzdem eigentlich was Sex Appeal. Okay. Aber wir wissen alle, hey Leute, sie ist 18 geworden. Also, null Problemo! Kann ich da rüber? Oh, come on. Die 11 Minuten 17 haben wir schon. Was sollen wir denn für die Gelder, für die Münzen? So. Wow. Schreck mich doch nicht so. Vote, Bro. Drücke A für niedrige Hiebe. Nützt sich gegen Kriechen der Zombies. Ach so, okay, das heißt, das ist quasi so niedrig. Das sind die Pompons. Au! Irgendwie werde ich diesen Lolli gleich ansetzen müssen. 12 Minuten. Okay, Lolli? Ja, wenn man lieber an. So, und genau hier werde ich jetzt, das ist ein cooles Menü. Werde ich jetzt mal einen kurzen Schnitt machen. Weil ich muss jetzt mal schauen, wie ich das alles speichere, quasi. Und alles zusammenfüge. Also ich hoffe, es hat gefallen und ihr schaut weiter und wir sehen uns im nächsten Part. See ya, my friends.